Ich lese immer unter meinen Kommentaren, dass ihr wieder ein Stream-Snipe-Video haben wollt. Und ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Denn heute werde ich einfach unsichtbar Stream-Snipen und mit dem Rift einen richtig krassen Glitch euch zeigen. Also Freunde, bleibt unbedingt dran. Es wird sich lohnen. Und falls ihr mich kostenlos unterstützen möchtet, ich mache nämlich jeden Tag ein Video, dann lasst einfach ein Like und Abo da. Jetzt lasst uns die Show beginnen. Leute, lange ist es her. Heute machen wir mal wieder einen Skin-Contest. Ich habe lange eine Pause von Skin-Contest gemacht, weil wir immer gestreamsniped wurden. Und das hat mich so krass genervt. Ich würde sagen, wir schützen uns jetzt erstmal vor den Streamsnipern. Unzerstörbare Wände baue ich hier einmal. Genau, geht hier alle rein, Leute. Uns kann keiner was anhaben, das müsst ihr euch merken. Denn wir machen einfach den besten Skin-Contest, ne? Falls ihr ihn noch nicht kennt, er ist ein absoluter OG auf meinem Kanal. Damals, als ich mit YouTube angefangen habe, war er einer der allerersten, die ich gestreamsniped habe. Und heute, nach langer Zeit, ist es wieder soweit. Entdeckt er sicher vor uns No-Skins? Dann hat er falsch gedacht. Denn für sowas habe ich jetzt schon mal eine Lösung. Und gleich zeige ich euch einen richtig kranken Glitch. Aber schaut erstmal zu. Opi, gehen wir bitte wieder zurück hier in die Reihe. Upsala. Wir wollen hier. Upsala! Leute, was ist denn, Leute, was ist hier passiert? Junge, ich dachte, die Wand hält das aus. Was läuft hier? Digga, hier ist wieder jemand am Streamsnipen. Ich mache eine Pause für was? Für nichts? Digga, immer ist hier jemand. Immer ist hier jemand, der mir alles kaputt machen möchte. Oh mein Gott, wie ihr gerade ausrastet, Freunde. Und das soll noch nicht alles gewesen sein. Wie gesagt, heute werden wir unsichtbar sein. Deswegen seid geduldig. Gleich ist es soweit. Leute, ich habe gerade einfach eine richtig gute Idee bekommen. Ich gehe einfach in ein Auto rein. Da bin ich ja einfach sicher vor den Streamsnipern, oder? Also, ich meine mal durch ein Auto schießen. Das ist viel schwieriger, ne? Er denkt wirklich, er ist in ein Auto sicher. Ey, ich bin der Streamsnipe-König. Von mir ist niemand sicher. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir fangen gleich an zu bewerten. Und hier ist schon der erste Skin, Digga. Der hat aber, was ist das für eine Pickaxe? Die habe ich ja noch nie gesehen. Und die Skin-Kombi gefällt mir auch richtig, richtig gut, Bro. Du bist definitiv weiter. Okay, Freunde, jetzt zeige ich euch einen kranken Glitch. Denn wenn man den Rift aktiviert, wenn jemand in deinem Auto als Passagier sitzt, dann wird er einfach dadurch sterben. Schau zu und lernt. Okay, was? Digga, was? No way. Ich bin im UFO drin oder so, überall Wolken. Was ist passiert? Was ist passiert? Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Digga, sowas habe ich noch nie gesehen. Leute, was ist passiert? Junge, ich will ja einmal den Skin-Contest machen. Da werden wir immer jemand alles versauen. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Ey, ich würde mal sagen, Party! Los geht's an die Macht! Oh Leute, was macht ihr denn? Alle sterben jetzt. Ich werde hier verrückt, Leute. Ihr seid... Oh. Das war schon mal eine richtig geile Runde. Und wie gesagt, in der nächsten werde ich unsichtbar sein. Und sowas habt ihr noch nie gesehen. Es wird eine komplette Eskalation sein. No-Skins an die Macht. Freunde, es ist soweit. Jetzt werden wir unsichtbar ihn trollen. Und ihm zeigen, wie heftig dieser Glitch ist. Seid gespannt. Gleich geht's los. Aber erstmal will ich beobachten, wie er den ersten Skin bewertet. Okay, neue Runde, neues Glück, Leute. Das war ja letzte Runde richtig, richtig, richtig merkwürdig. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich weiter. Wir geben natürlich nicht auf, das ist natürlich ganz klar. Und ich würde sagen, wir bewerten direkt. Hier ist der erste Skin. Bruder, ist das Batman? Damit dieser Glitch funktioniert, platzieren wir erstmal ein Dach. Wir machen ihn hier auf, dann gehen wir hier rein, benutzen einmal hier diese Waffe und gehen bis zur letzten Ecke. Okay, wenn wir jetzt da sind, wechseln wir die Waffe auf zum Beispiel meine taktische Schrotflinte. Jetzt hat es anscheinend funktioniert. Okay, Freunde, wie ihr sehen könnt, es hat hier tatsächlich funktioniert. Und jetzt kann ich unsichtbar hier rumlaufen. Okay, ja, super, super, super Skin, Digga. Bist auf jeden Fall weiter. Und bei dir, Digga, ich würde sagen, die Picke passt eigentlich farblich schon ein bisschen zum Skin. Ich würde einfach mal sagen, bis weiter, das ist auch wunderbar. Oh mein Gott, seht ihr das, Freunde, gerade? Ich bin einfach unsichtbar. Ich kann links, ich kann rechts gehen. Die sehen mich einfach nicht. Ich kann jetzt einfach in diesen Skin-Contest mitmachen und die haben keine Ahnung, dass ich hier bin. Ganz kurz mal, Leute. Hier sind irgendwie komische Spuren auf dem Boden. Digga, was läuft hier? Ist hier irgendwie Sandsturm oder wie soll ich das hier verstehen? Was? Ein Sandsturm? Ja, ein Sandsturm der No-Skins. Ey, ist das nicht geil? Ey, kann er mich bitte nicht hier mal bewerten? Ich habe hier noch den schönsten Skin, nämlich den Unsichtbarkeits-Skin. Damit kann ich doch eigentlich jeden Skin-Contest gewinnen, oder nicht? Leute, wisst ihr, ob das ein neues Update ist? Es passiert jetzt hier wieder irgendwas oder so? Ich habe gar keine Ahnung, Leute. Digga, Fortnite ist echt komisch geworden. Oh mein Gott, Freunde, ich würde sagen, No Skins an die Macht, oder? Junge, was geht?
ab, Digga. No way. No way, no way, no way. Leute, no way, was ist passiert? Freunde, hab ich es nicht den ganzen gezeigt? Oh mein Gott, wie geil. Dieser Unsichtbarkeitsskin ist einfach der beste, ich sag's euch. So heftig. Leute, wir werden jetzt einfach sterben in der Zone, weil irgendwas wieder passiert ist. Da war keiner gewesen, Leute. Was ist wieder passiert? War da der Sandsturm hat uns aufgefressen oder was ist wieder passiert, Leute? Kann mir das bitte jemand erklären? Wir waren erfolgreich und in der nächsten Runde wird's noch geiler. Let's go. Leute, ich werde mir das jetzt nicht mehr gefallen lassen. Wir werden uns nicht mehr streamsnipen lassen. Freunde, wir sind jetzt in der nächsten Runde und holy moly, die haben sich jetzt alle in ein Auto versteckt, weil sie so sehr Angst haben vor Streamsniper. Das Ding ist, die wissen halt nicht, dass es diesen einen Rift-Glitch gibt, dass ich einfach mit einem Rift in einem Auto alle einfach komplett direkt hops nehme. Die werden gleich richtig überrascht sein. Okay, Leute, wir sind jetzt schon mittlerweile in der dritten Runde und wir wurden schon zwei Runden jetzt gestreamsniped. Also bitte streamsnipe diese Runde nicht, aber wir haben natürlich auch Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Wir sind jetzt alle in einem Auto drin und werden jetzt irgendwie uns hier vor Streamsnipern schützen und irgendwie ein Autoskin-Contest machen, okay? Die denken wirklich, die sind sicher auch, Mann, ey. Ich werde die jetzt gleich richtig krass überraschen. Ich habe hier sogar einen kleinen Assistenten am Start. Assistent, gib mir gleich Rückendeckung, wenn ich zu den anderen gehe und das Item aktiviere, okay? Damit ich hier nicht auf dem Weg irgendwie noch erledigt werde. Das ist ganz wichtig. Oh mein Gott, ich bin richtig bereit für die nächste Challenge. Gut, Leute, ihr seht, wenn die Leute aus dem Auto rausgucken, kann ich sie so bewerten und wir sind sicher im Auto. Also alles, an alles ist gedacht, Leute, natürlich, ne? Ihr wisst, bei mir die sichersten Skin-Contests. Also, der erste Skin hier, diese Frau, hat, ja, sieht eigentlich ganz nice aus. Hat aber, ja, kein Backblinker, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, muss auch weiter, ja. Okay, jetzt gehe ich langsam rein und aktiviere das Item. Gib mir Rückendeckung, Brudi. Oh mein Gott, oh mein Gott. Los geht's an die Macht. So, was? PTF, da sind auf einmal Sterne. Leute, was ist wieder passiert? Leute, wo sind wir? Guck dir das an, wo ist das? Leute, wo? Junge, wir... Holy moly! Richtig viele sind verschwunden. Richtig viele sind inzwischen gestorben. Oh mein Gott, los geht's an die Macht! Oder ich kann mir das nicht erklären, außer dass hier irgendwie richtig fette Bugs sind, dass uns die Aliens einsaugen wollten. Ich kann euch nicht sagen, was hier los ist. Und egal, ob Streamsniper sind, Aliens oder was auch immer, keiner lässt mich in Ruhe meinen Skin-Contest machen. Und ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube, ich beende jetzt den Stream. Nein, es reicht mir. Leute, ich werde erstmal wieder keinen Skin-Contest machen. Ich werde wieder eine Pause machen. Das war's, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Stream irgendwann mal. Und ja, ciao, ne? Freunde, wir waren erfolgreich. Lasst unbedingt ein Like und Abo da, falls es euch gefallen hat. Und checkt auch den Kraftinius ab. Ein wahrer OG. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein. Euer Danex. Bye, bye.